Hey zusammen, herzlich willkommen zu diesem sehr spontanen DM-Haul. Denn mir ist aufgefallen, ich bin bald im Urlaub und ich habe so gar keine Videos irgendwie in petto für euch. Deswegen, bevor dann 2 Wochen gar nichts kommt, kommt wenigstens dieses eine. Und ja, ich war natürlich für den Urlaub im DM einkaufen und würde sagen, ich zeige euch mal, was so mit darf. So take me away. Ich habe jetzt mal die ganzen Food-Sachen, vor allen Dingen Emilias Essenssachen und so, das habe ich jetzt einfach mal weggelassen. Das ist immer das Gleiche, aber so die Essentials für den Urlaub, die zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich zeige euch diesen Schaum, den habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt, aber ich habe ihn jetzt einfach mit dazu gelegt, weil vielleicht kennen den einige noch nicht. Das ist von Sundance ein ultrasensitiv Après-Schaum. Ja, den gibt es auch neu. Après-Schaum fand ich mega spannend und ja, kommt in den Kühlschrank und damit creme ich mich auch wirklich jeden Tag ein. Robert benutzt das wirklich nur, wenn er Sonnenbrand hat. Also generell so Après-Sachen benutzt er nur bei Sonnenbrand. Bleiben wir auch direkt bei Après-Sachen. Ich habe jetzt zum ersten Mal dieses Aloe Vera Gel geholt. Das gibt es, glaube ich, jetzt schon 1-2 Jahre. Und ja, ich dachte, ja, Sonnenbrand kriegen wir eigentlich immer wieder mal. Ich bin da auch sehr anfällig für, auch wenn ich aufpasse. Ist hautberuhigend und kühlend, 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Ja, und generell weiß ich auch, dass Aloe Vera wirklich sehr gut hilft und auch mir immer sehr gut geholfen hat. Und deswegen nehme ich das auf jeden Fall mit. Und bin mal gespannt, wie das ist. Ich habe aber schon sehr viel Gutes davon gehört. Ihr wisst ja, ich habe die Weleda Sonnencreme im DM gekauft für Emilia. Allerdings ist das nur Schutzfaktor 30. Und für die ja nicht so heißen Sommertage gedacht, habe ich mir so überlegt, hier in der Stadt und so. Aber wirklich für am Strand, im Urlaub, wollte ich dann auch definitiv was in 50 für Emilia. Das von Weleda habe ich jetzt generell gar nicht gefunden. Vielleicht war es ausverkauft. Gibt es das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe von Pediprotect eins gefunden. Davon habe ich auch sehr, sehr viel Gutes gehört. Meeressonnencreme für Kinder und Erwachsene. Lichtschutzfaktor 50. Anti-Sand, nanofrei und. Super süßes Design. Die Tube wird auf jeden Fall reichen. Das von Weleda ist super ergiebig. Ich überleg schon, ob ich das in einen kleineren Behälter fülle, statt die ganze Tube mitzunehmen. Aber 50er Faktor war mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für Emilia am Strand. Und bleiben wir auch direkt bei Sonnencreme. Irgendwie hatte ich Lust wieder auf Sundance. Also ich, beziehungsweise es heißt Lust. Es gibt so tolle, die so genial riechen. Ich habe jetzt einfach danach gegriffen, weil es schnell gehen musste im DM. Ich kenne Sundance, es ist die DM-Eigenmarke. Es hat mich immer geschützt, ich fand es immer gut. Und ja, ich habe einmal das Sonnenspray in 50er mitgenommen und Sonnenspray in 30. Ja, weil wir ein bisschen am Ende des Urlaubs auch braun werden wollen. Ja, Robert benutzt generell gern 30. Ja, ich habe mir dieses Jahr geschworen, ich fange mit 50 an. Und ich brauche keine Panik haben, dass ich nicht braun werde. Dann werde ich halt ein paar Tage später braun. Ja, safety first. Und dann ist mir hier auch noch im Schrank aufgefallen, dass ich noch einen 50er hatte vom letzten Jahr. Aber weil ich mir nicht sicher bin, wie gut das noch hält, habe ich ein neues gekauft. Ich werde es aber mal mitnehmen, weil generell hatte ich bis jetzt nie Probleme damit, 1-2 Jahre zu benutzen. Wie macht ihr das denn? Schmeißt ihr die Sonnencreme nach einem Jahr weg oder benutzt ihr sie nochmal? Da wir ein Haus gemietet haben, haben wir, mit Hygiene-Reinigungstücher mal mitgenommen. Man weiß ja nie, wie dann letztendlich das Badezimmer aussieht. Wir sind mehrere Personen, dann kann man mal eben schnell drüber wischen über so eine Toilette, ohne groß den Putzeimer auch noch im Urlaub schwingen zu müssen. Und ja, beseitigt 90% der Allergene für Bad, WC, Küche und Kinderzimmer. 40 Tücher, ja. Beseitigen 99,99% Bakterien und spezielle Viren. Ja, ich denke, damit sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann gekauft, obwohl ich sehr hoffe, dass es nicht zum Einsatz kommt, vielleicht eher sogar bei Robert, habe ich von Das Gesunde Plus Aquapflasterstrips für Kinder einmal in so einem süßen Design. Da sind halt so Meerestiere drauf. Und dann habe ich noch eins genommen zum Abschneiden, falls mal was Größeres sein müsste. Es sind 4 Kinder mit im Urlaub. Da sind so Prinzessinnen drauf, richtig süß. Ja, einfach vorbeugend. Dann hat Robert sich ganz untypisch ein Alverde Naturkosmetik-Duschgel mitgenommen. Normalerweise greift er immer zu dem gleichen, er nimmt immer Dove Man. Diesmal hat er das gesehen, da steht auch neu drauf, Active Nature, und überzeugt hat ihn eigentlich dieses 3-in-1 Duschgel für Körper, Gesicht und Haar. Ja, und somit braucht er nicht viel mitschleppen,
sondern nur die eine Tube und das wird ihm, denke ich mal, für die 2 Wochen auch reichen. Und ja, der Geruch, ups, ist echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Riecht irgendwie fruchtig, aber männlich. Männlich-fruchtig. Ja, ich bin schlecht im Beschreiben. Ebenso für Robert sein Rexona Man, das kauft er immer wieder. Halt so ein Stick zum Rausschrauben. Ja, benutzt er und ist er sehr zufrieden mit. Dann habe ich mir mal Rasierer gegönnt. Ich kaufe eigentlich immer die billigsten Rasierer, Einwegrasierer. Damit komme ich super zurecht. Ich habe da gar keine Probleme mit, egal in welchem Bereich. Ob Achseln, Beine, Bikini-Zone, whatever. Aber irgendwie hat mich das diesmal total angelacht. Und ich dachte, komm Nadine, da holst du dir schon das günstige, die günstige Sonnenmilch. Gönn dir Rasierer von Nivea. Da sind 3 Stück drin und ja, ich werde einen mitnehmen, der wird ausreichen. Ich werde mich vorher epilieren. Ich glaube, sind da noch Klingen drin? Nee, nur die Rasierer. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Dann sind mitgekommen einmal Shampoo und Spülung. Ich habe jetzt das von Schauma, die Sommerpflege, ein extra Sommer, so eine extra Sommeredition. Ja, ich brauche auf jeden Fall eine Spülung, gerade bei dem Wetter, Sonne, Salzwasser, ohne Spülung geht gar nichts. Verwöhnender Blütenduft, bezaubernder Glanz und Geschmeidigkeit, Regeneration für sommerstrapaziertes Haar. Bis zu 3-mal bessere Kämmbarkeit. Ja, also sommerstrapaziertes Haar werde ich mit Sicherheit haben und deswegen passt das ganz gut. Dann, worauf ich auf gar keinen Fall verzichten kann, ist ein Wasserspray. Ich finde, das ist ein Muss von Balea, finde ich auch super, ist für Gesicht und Körper. Und auch das hilft mir sehr, sehr gut, wenn ich mal einen Sonnenbrand habe. Und dann mache ich das drauf und danach ist die Haut schon viel beruhigter und nicht mehr so irritiert. Dann, wovon ich total überzeugt bin, ich habe eins hier zu Hause, es ist aber halb leer, ich möchte ein volles mitnehmen. Und zwar von Garnier Ombre Solaire, das Sensitive Expert. Feuchtigkeitsspendendes Schutzspray für das Gesicht, Lichtschutzfaktor 50. Das kann man sogar theoretisch unter das Make-up machen als Base. Ich habe es schon öfter benutzt. Man sprüht es wirklich aufs Gesicht auf und man fühlt sich nicht so krass eingecremt. Es zieht ein und schützt einen trotzdem. Es riecht angenehm und ich finde das richtig, richtig toll, dieses Produkt. Dann habe ich einfach mal dieses Deo mitgenommen. 0% Aluminiumsalze. Das Rexona Woman Cool Fresh ist so ein komprimiertes. Super Größe für die Reise und ja, das wird mir, denke ich mal, reichen, um frisch durch den Tag zu kommen. Dann für Emilia, was ich noch brauchte, war einmal ein Shampoo, weil das, was wir jetzt haben für die Badewanne, ist fast leer. Deswegen von Hip in diesem total süßen Robbendesign. Shampoo und Dusche sensitiv, keine Tränen für Haut und Haar. Und das werde ich einfach so auch in die Badewanne geben, weil ganz wichtig, man muss auf jeden Fall, mal abgesehen davon, dass die eh jeden Tag schwitzen wird, aber die Sonnencreme muss auf jeden Fall abgenommen werden. Das ist nicht so gut, wenn die auf der Haut bleibt. Und dafür braucht man auf jeden Fall so ein Shampoo. Dann einmal unsere aktuelle absolute Lieblingszahnpasta. Wir wollen keine andere mehr, falsch rum. Und zwar die Theramed 2-in-1 Zahncreme und Mundspülung, antibakterieller Rundumschutz. Damit kommen wir so ewig lang aus. Wir haben elektrische Zahnbürsten, das heißt, wir machen da eh schon nur so 2 Tröpfchen drauf. Die hält super lange, super frisch. Und wie gesagt, ich möchte keine andere mehr haben, außer dieser hier. Dann haben wir einfach mal die 1 Liter Quick and Fresh Gefrierbeutel von Profissimo mitgenommen. Wir dachten, je nachdem, wenn was an Essen übrig bleibt, je nachdem, oder wir Eis brauchen oder irgendwas tiefkühlen wollen, dann können wir vielleicht diese Zipbeutel ganz gut gebrauchen. Deswegen sind die einfach mal mitgekommen. Und von Balea ein Hygienehandgel. Geht immer in die Tasche. Braucht man mit Sicherheit gerade mit Kindern. Ja, deswegen ja, einfach mal eins mit dabei. Und die letzte Sache vom DM. Babylock-Schwimmwindeln. Ich habe tatsächlich die anderen Huggies für Emilia gehabt und die sind mir ausgelaufen, als sie Pipi gemacht hat. Deswegen will ich jetzt die ausprobieren. Größe M haben wir genommen, 7 bis 13 Kilo. 11 Stück sind da drin. Wenn sie auch mal nicht Pipi reingemacht hat, werde ich sie ganz ehrlich einfach in die Sonne legen, trocknen lassen und ihr das nochmal anziehen zum Schwimmen. Deswegen werden 11 ausreichen und ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ja, und alle anderen Dinge, Duschgel und so, das habe ich von anderen Marken, die es nicht im DM zu geben, die es halt nicht im DM gibt, deswegen gibt es die in diesem Video nicht. Das ist natürlich nicht alles, was wir mitnehmen, aber das meiste. Ja, ihr Lieben, das war's auch mit meinem kurzen und knappen DM-Haul. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao!